Radio Okie Talkie Turtle Talkie Turtle. Radio Okie Talkie Turtle Talkie Turtle. Von Mensch zu Mensch. Ja, guten Abend. Alle, die jetzt live dabei sind, guten Abend auch die, die sich das nachher anschauen, aber vor allen Dingen, lieber Joe Kreisel, es freut mich sehr, dass ich dich heute hier, dass wir uns miteinander unterhalten können. Der Klaus fragte mich, Katharina, magst du Sendung machen? Kannst du aussuchen, mit wem? Und ich habe gesagt, naja, mit Franz Hörmann habe ich schon, mit der Monika Tanner mache ich den. Und dann habe ich gesagt, ja, da fehlt doch noch ein Österreicher, mit dem ich noch nie was zu tun hatte, aber ich habe deine Sendungen gehört. Also, Joe, sehr schön, dass das geklappt hat, dass du gleich spontan zugesagt hast. Ja, grüß euch, schön, dass ich da sein darf. Und wir treffen uns da im Garten virtuell und ich habe da auch was mitgebracht, schau her, eine kleine Blume. Oh, ein Gänseblümchen, das ist ja schön. Okay. Genau, so als Überraschungsgastgeschenk. Schön. Ja, freut mich auch sehr, dass wir uns heute treffen. Ich habe ja die auch schon länger am Schirm. Und irgendwie sind wir in den Zeiten der Verbindungen. Das ist gut. Alles verbindet sich. Genau, dass sich die Energien verbinden. Ja. Und genau. Joe, vielleicht magst du ein bisschen erzählen für die deutschen Zuschauer. Ich nehme an, die österreichischen kennen dich alle, aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen deutschen Zuschauer, die dich nicht kennen. Vielleicht magst du nur kurz was über dich sagen oder soll ich das machen? Was ist dir lieber? Vielleicht fangst du an und ich ergänze. Weil wenn ich jetzt anfange, dann... Okay. Also, ich bin ja nicht eine, die jetzt hier in Deutschland, in Österreich so irgendwie vernetzt ist, weil ich habe meine Videos begonnen und mehr deutsche Kinder gehabt. Ich bin erst später, dann habe ich den nach Österreich geschwenkt. Ne? Mache jetzt mit Manuel Mittas, mit der Monika eben und eben viel mit, also oder habe viel gemacht mit Professor Franz Hörmann und so und eben mit Klaus Gleifel mit Okitok. So, und dich habe ich, ich weiß, dass du eine Vergangenheit hast, mit der ich weniger zu tun hatte, also deine Zeit als Freeman und deine Zeit auch, wo du irgendwie in inniger oder weniger inniger Umarmung mit dem österreichischen Staat dich befunden hast, nachdem ich das ja jetzt auch hinter mir habe, so eine Karriere. Ich begrüße übrigens ganz herzlich jetzt alle hier vom einschlägigen Gewerbe, die jetzt hier freiwillig oder unfreiwillig zuhören. Ihr seid herzlich willkommen. Allerdings könnte es sein, dass es ein bisschen enttäuschend ist, weil ich glaube, wir werden heute weniger über Politik reden. Also zumindest möchte ich das nicht so. Was mich wirklich sehr fasziniert hat, war da, wo es in also eine philosophische Richtung und vor allem auch in so eine Wortweisheit hineingeht, habe ich mich sehr verbunden gefühlt und dementsprechend habe ich auch einen Text dann vorbereitet, den ich gleich als Einstieg gerne vorlesen würde, einfach nur, damit wir irgendwo einen Einstieg haben. Aber ich würde mal sagen, also ich habe mich immer als Freigeist bezeichnet, Künstlerin und Freigeist und das ist ja nicht so weit weg von Freeman. Aber jetzt ergänze bitte, was du hier ergänzen willst. Okay, ich wesentlich empfinde, dass die Menschen, die mich nicht kennen, kurz einmal einschätzen können, mit wem sie es da jetzt zu tun haben. Ja, ich habe eine Geschichte, eine Vergangenheit und die spielt eigentlich gar keine große Rolle. Was ich in Kürze zusammengefasst getan habe, war Folgendes. Ich habe im Jahr 2012 der österreichischen Bundesregierung einen eingeschriebenen Brief geschrieben, die sogenannte Freeman-Erklärung, wo sinngemäß drinnen steht, dass meine natürliche Person ab sofort nicht mehr mit Leben erfüllt ist. Weil Möglichkeit, es zu ertragen, nicht mehr gegeben ist. Es ist ja alles freiwillig. Und in dem Zusammenhang habe ich dann angefangen, die Zusammenhänge zu suchen. Weil das ist mir mehr oder weniger widerfahren. Ich habe durch verschiedene Zufälle verschiedene Videos gesehen, dann sind mir Sachen eingefallen und dann habe ich entschlossen, dass das mein Weg zu sein scheint, dem System auf diese Art und Weise Goodbye zu sagen. Der Verfassungsschutz hat ja ermittelt, auch ich grüße den Verfassungsschutz bei der Gelegenheit. Dienst ist Dienst, man kann sich oft nicht aussuchen, was man hört. Aber die kennen uns ja. Ja, wir kennen einander, die kennen uns ja. Und der Verfassungsschutz hat in meiner konkreten Situation Folgendes ermittelt, das habe ich einmal gelesen in einer Akte von denen, dass der Johannes Kreisel sozusagen den Gesellschaftsvertrag gekündigt hat. So ist es juristisch zu sehen. Ich habe den Gesellschaftsvertrag gekündigt. Der Gesellschaftsvertrag ist laut juristischem Wörterbuch ein sogenannter Herrschaftsvertrag.
Und begründet die Herrschaft. Herrschaft wiederum ist die Macht einer Person über anderes. Und durch die Herrschaft im System, das, ich will jetzt nicht alles erklären, und das ist nur, dass man versteht, wo das Gedankengut sitzt in etwa. Die Herrschaft der Person über den Menschen, das ist quasi im Herrschaftsvertrag geregelt, den keiner jemals unterschrieben hat. Und es geht dann natürlich auch Richtung Kirche. Die ganze Forschung hat mich Richtung Kirche gebracht, weil alle Wege nach Rom führen natürlich. Und das ganze juristische Prinzip, man durch einen erwachsenen Gedanken gehen, worum es geht. Demokratie. Demokratie heißt doch normalerweise, dass das Volk die Herrschaft hat. In sich schon, das ist der Begriff, Volksherrschaft. Und die tut so, als würden die Menschen das, was sie normalerweise daraten, an gewisse Vertreter delegieren, die das dann im Auftrag, im Sinne der Menschen machen. Und unter anderem darf das System aufgrund dieser demokratischen Wahl dann zum Beispiel einzelne Menschen außer Verhaften oder einzelne Menschen beziehungsweise respektive alle steuern. Und man darf den einzelnen Menschen kontrollieren. Entsteht eine gewisse Hierarchie dadurch. Nur, ich gebe zu bedenken, dass der einzelne Mensch auf dem Planeten aus Schöpfung heraus niemals das Recht hat oder gehabt hat oder haben wird, über andere zu herrschen, über andere Menschen. Beziehungsweise er hat das Recht nicht, andere Menschen zu besteuern. Ich habe das nicht von Natur aus und kein Mensch hat das von Natur aus. Jetzt müsste sich der intelligente Mensch fragen, okay, woher hat dann das System das Recht, wenn es so tut, als hätte es alles von mir? Weil ich habe das nie gehabt. Ich habe das Recht, jemanden zu besteuern, niemals gehabt. Wie ist es möglich, dass das System uns besteuert? Wer hat das erlaubt? Weil das System sagt ja, die Menschen haben das ja erlaubt. Sie haben es erlaubt durch demokratische Wahl, aber es kommt nicht von denen. Durch diese Wahl erlaube ich, dass ich mitmache, dass man es mit mir macht. Aber das heißt nicht, dass es von mir kommt. Der Satz, die Demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Das heißt ja, in Deutschland gibt es ja auch den Satz, alle Macht geht vom Volk aus. Und dieser Satz ist völlig falsch verstanden vom Großteil der Menschen. Denn in Österreich ist schön zum Herrn, der Paragraph 1 vom Bundesverfassungsgesetz lautet ja, Österreich ist eine demokratische Republik. Und in dem Satz ist eigentlich alles gesagt, nämlich dass die Republik vom Volk beherrscht wird, weil demokratisch drinnen ist. Daher bräuchte es diesen zweiten Satz mit dem Volk gar nicht, weil das ja schon im ersten Satz drin ist. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Das ist eine Falle. Und das ist, sie ist so genial. Und da kommen wir jetzt zur Sprache. Weil wenn man von etwas ausgeht, dann bedeutet das, dass man es als gegeben voraussetzt. Nicht, dass es von dort kommt. Und dieser Satz erklärt natürlich auch, wie es möglich ist, dass dieses System andere Menschen besteuert. Weil natürlich nicht die Bevölkerung das erlaubt hat. Das geht ja gar nicht, hat ja nie in China, hat ja keiner gehabt das Recht. Sondern vom Volk wird ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, seitens des Rechts, dass es Menschen gibt, die behaupten, sie seien das Volk. Und dem Menschen wird parallel eingetrichtert, dass er das Volk ist. Über Volkslieder, über Volkszeitungen, Volksdings, Volkskultur, Volksirgendwas. Ja, wir sind das Volk. Hahaha. Und damit hat das Recht völlig recht gehabt. Es ist davon ausgegangen vom Volk und alle Menschen spielen mit und fragen sich gewisse Fragen nicht. Freeman konnte man ja abkürzen. Ich bin gleich fertig. Freeman könnte man abkürzen mit frag ruhig einfach einmal mehr als normal. Da kommt Freeman aus, wenn du das dann hinschreibst. Frag ruhig einfach einmal mehr als normal. So ein bisschen hinter die Kulissen denken. Und aber nicht auf dumm oder so oder auf trotzig, sondern auf ganz juristisch fundiert und intellektuell und zivilisiert. Liebevoll. Ich propagiere hier sozusagen den geistig-sittlichen Rechtsverzicht. Das ist die Conclusio von dem Ganzen. Der Freeman ist hergegangen und hat gesagt,
liebe Freunde, so können wir nicht weitermachen. Ich übernehme die Verantwortung für das, was jetzt passiert, für mein Handeln. Ich verlasse die Gesellschaft. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr da bin. Parallel, und das ist jetzt wirklich fast der letzte Satz, ist es juristisch so vorgeschrieben, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen, also das, was ich da propagiere, unantastbar in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst bestimmt und in der Umwelt auswirkt. Das ist die Definition von Menschenwürde. Also wir reden doch jetzt nicht über irgendwelche Fantasien, sondern wir reden über einen Weg, der da vorgeschrieben ist, wie man diese Welt juristisch so verlässt, dass man nachher, und jetzt wird es biblisch, im Reich Gottes sitzt und nicht mehr in Österreich oder in Deutschland oder in Italien. Das sind alles Fiktionen. Diese Länder, diese Nationen, die Staaten, die Völker, das ist alles fiktiv. Es funktioniert, weil alle dran glauben. Und es ist gut so, weil sonst wird ganz eh drunter und drüber. Aber es gibt einen Weg, der heißt die geistige Sittlichkeit. Man könnte auch biblisch sagen, Jesus zu diesem Weg. Also wir reden da über Moral, über Liebe und so weiter. Und kommen letztendlich zur Auferstehung der Toten. Das tun wir da gerade. Auf das wurde lange gewartet und wir sind sozusagen die Protagonisten dessen. Wir sehen gerade, wie rund um uns die Welt, wie im Spiegel auftaucht, weil wenn die ganze Welt, die Realität ein Spiegel ist vom Bewusstsein, dann muss man sich fragen, was macht die Maske im Spiegel? Habe ich leicht, was ist leicht mit Maske? Ja, Maske auf Lateinisch heißt Persona. Die Persona. Es geht konkret um die natürliche Person, dass dieses fiktive juristische Instrument, die Schnittstelle zur Schrift, zum Vorgeschriebenen, erkannt wird, dass der Mensch es tragt und dass er in Eigenverantwortung die anderen Menschen nicht durch sich gefährden soll. Das ist so die Metaebene von FFP2-Maske. Und da sitzt man jetzt. Uns auf alle möglichen Arten und Weisen aus dem bisherigen Leben ausgeschleudert, ja, sei es durch egal, jeder sitzt da, wo er sitzt. Und wir erleben gerade, wie rund um uns die Struktur, die bisher da war, zerfällt. Und in Riesenschritten das Bewusstsein dieses Auge öffnet. Kollektiv. Und dann wissen wir nicht, was passiert. Also wir können nur staunen, dass da Synchronitäten sind, die man eigentlich nur in der Bibel und andere große Schriften wiederfinden. Genau. Das ist okay, Film, da werden wir jetzt. Ja. Ich muss immer so lachen, wenn man was nicht vorhat, dann landet man genau da. Ich muss lachen, weil wir waren jetzt schon voll in dem ganzen Politischen jetzt drinnen. Ja, es ist nicht politisch. Es ist nicht politisch. Es ist und wir dürfen nicht verwechseln. Ich bin mal wieder mit dem Mikro. Joe, dazwischen ja? Bist du vom Mikro weg. Ich weiß nicht, was passiert, ob du das am Gewand hast oder so. Oder wo ist der Mikro? Weil noch manchmal ist es dann dazwischen, da versteht man die nicht. Pass auf, ich werde so sprechen. Ist das jetzt gut? Ja, jetzt also gut? Solange jetzt halt die Störung. Ja, ich glaube schon. Okay. Also bitte nie vergessen, dass Sie hier mit einer juristischen Welt zu tun haben. Diese juristische Welt hat Ämter, Institutionen, Berufe, Karrieren, ganze Themen. Das ist alles juristisch. Ist alles vorgeschrieben. Es gibt Gesetze und das ist alles definiert. Und mit dem haben wir es zum tun. Wir können nicht darüber sprechen. Politisch brauchen wir uns überhaupt nicht äußern, weil das ist der Heilige Geist, wie er gerade spinnt, wie er durchtrat. Okay, ich bin bei allen ganz bei dir. Ich wollte jetzt nur, also du hast die Frage, ich wollte gar nicht so konkret gleich werden, aber macht ja nichts. Gehen wir vom Konkreten zum Abstrakten. Weil du hast von Gott gesprochen, dass wir im Reich Gottes dann uns befinden und so bin ich ganz bei dir. Und du hast auch nach den Fragen, also die neugierige, für mich ist es auch eine Frage, die aus Neugierde heraus passiert und es ist auch eine Frage, die aus einem Geist heraus gestellt wird, der ein
was ist das Wort, ein unschuldiger Geist, also ein unvoreingenommener Geist. Und da wär man, ich habe dir einen Text geschickt und habe gefragt, ob wir mit der Ausgangssituation uns ein bisschen weiter bewegen. Und da bin ich auf die Frage vom Parsival gekommen. Und du hast geantwortet, dass du damit durchaus was anfangen kannst, mit dieser Frage, weil, und ich würde jetzt gern, wenn das okay ist, den Text kurz vorlesen. Und es ist Bitte ja mach egal, das. von welcher Seite wir uns nähern, ne? Aber die Ja. Parsival-Frage ist, glaube ich, eine, die jetzt gerade mindestens genauso, weil jeder Einzelne, der uns ja jetzt zuhört, ist ja ein Mensch, ist ja ne? Und der fragt sich, was kann ich machen und wie kann ich mich dem nähern? Ich würde einfach mal den Text kurz vorlesen und dann mit dir gerne da weiter sinnieren. Einverstanden, Joe? Bitte gerne. Los geht's. Gut. Die entscheidende Frage der Erlösung. Wie kann man in dieser Zeit dem Affenzirkus, der sich Welt nennt, noch begegnen? Das tun, was alle tun, einfach, hält aber in Abhängigkeit gefangen. Wie ein Kind von den Eltern, so sind die meisten sogenannten Erwachsenen von Autoritäten, Lehrern, Trends und vorgegebenen Meinungen abhängig. Anweisungen anderer befolgen erfordert keine Selbstinitiative, hält einen in Sklaventum und führt somit niemals zur Wahrheit. Auf diesen Abwegen können wir lange herumirren, bis hin zu jenen Momenten der Verzweiflung, wenn es nicht mehr weitergeht und man mit seinem Latein buchstäblich am Ende ist, obwohl man doch alles versucht hat. Erst auf den Zustand größter Verzweiflung, wenn das Kämpfen endlich aufhört, folgt ein Moment der Stille. Dann stellen wir die alles entscheidende Frage: Was ist in meinem Leben in Unordnung geraten? Was ist falsch gelaufen? Nur wer diese Frage stellt, kann den Gral erringen, kann also von seinem Leiden erlöst werden. Parzival ist bis zu dieser Frage vorgedrungen, am Ende seiner Kraft und Möglichkeiten angekommen, erschöpft und scheinbar gescheitert, fragt er seinen kranken König: Was fehlt dir, Oheim? Der König unseres inneren Königreichs ist schwach, krank, ohnmächtig, vermag sein Reich nicht mehr zu regieren, und es gilt, dies zu erkennen und Abhilfe zu schaffen. Ganz in Ruhe, abseits vom Alltagslärm, in dem die Zeit reif ist, erkennen wir, was uns fehlt, und Heilung kann erfolgen. Jenseits aller Anweisungen, Ansprüche, Wünschen, Begierden und Ängste kann das Wunder sich entfalten. Das getriebene Herz wird frei wie eine leere Schale, wird zum Gralsgefäß. Der innere geistige Führer übernimmt. Er kennt den Weg zurück und die Religio kann erfolgen. Als der Klaus mir gesagt hat, wir werden ein Gespräch miteinander haben, habe ich mich hingesetzt und das war spontan, was aus mir herausgeströmt ist. Diese Frage, was fehlt, ne? Was fehlt uns zur Heilung, einfach um uns auf den Weg zu machen. Und der Weg führt ja letztendlich dahin, wo wir hergekommen sind. Der führt wieder zurück zur Quelle, aber wir können trotzdem nicht einfach sitzen bleiben oder auf der Couch bleiben oder sagen, ich bleibe zurück, sondern es ist dennoch ein Weg. Und jetzt, du bist ja diesen Weg schon sehr, sehr weit gegangen, oder vielleicht bist du auch jenseits des Weges, weil das kenne ich auch gut, dass man keinen Weg mehr hat. Man ist einfach, man ist einfach. Ne? Es ist nur noch ein Sein und man braucht gar nichts mehr. Also ich kann die Kurzfassung von dem, was du in der Einleitung gesagt hast, Joe, ich sage das oft in meinen Blicken, ich sage oft, ich bin zu alt für den Scheiß. Und im Grunde genommen ist es genau das, was du uns erklärt hast. Ich sage es nur in dem einen Satz, ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, genau. Es kommt ja und heute ein Rätsel vor, ne? So ein Rätsel, so ein Sudoku, irgendein so ein Rätsel halt. Und du hast ja so viel Rätsel gelöst. Und der kommt und sagt, hey, du musst das Rätsel lösen, das Rätsel ist super. Und du sagst, hey, komm bitte, ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Sag mir einfach die Lösung. Und das sollte man jetzt tun. Genau, die Lösung ist, der Mensch als geistig-sittliches Wesen ist juristisch unantastbar in Freiheit vorgeschrieben. Das ist eine andere Rolle. Das ist eine andere Rolle. Die geistige Sittlichkeit. Und jetzt kommen wir mal zur inneren Stimme, die spricht. Moral. Sittlichkeit ist juristisch definiert als Sittlichkeit in Klammer, Moral, Klammer zu, ist die Gesamtheit der inneren auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Das ist total. Sittlichkeit ist die Gesamtheit der inneren auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Gefällt dir das Wort Moral besser? Bei mir hat, also Moral Ja. sehe ich, wie die Gesellschaft das beurteilt. Mir würde eh nicht.
ist, was aus mir heraus, eine Haltung, eine aus mir herauskommt. Wohingegen Moral ist für mich eher etwas, was von der Gesellschaft aufoktroyiert wird. Wie siehst du das? Ich sehe es leider in dem genau umgekehrt. Und zwar aufgrund dessen, wie ich es höre. Okay. Moral, Mo. Mo ist ja, um das kurz philosophisch oder klangdeutungstechnisch herzuleiten, Mo ist eine bewegende Silbe. Mo. Und kommt, wie alles, ursprünglich aus dem Spiegel. Weil ja die Wirkung nie die Quelle ist. Die Quelle kann, das ist jetzt hochphilosophisch, die Quelle selbst kann niemals wirken, weil die Quelle quillt. Wirken tut die Kopie der Quelle, sprich die Vervielfältigung der Zwarer, nicht der Anser. Der Anser ist die Quelle, der Zwarer ist dann die Verdoppelung, die duale Version der Quelle, die dann wegrinnen kann als Bacher, als Fluss. Das ist dann der Täter. Die Quelle selber kann niemals schauen gehen, was der Fluss macht, weil sonst gibt es den Fluss schon immer. Die Quelle muss immer die Quelle sein. Und daher ist erst die Wirkung, die wir erleben, eine gespiegelte Quelle. Und jetzt drehen wir es um und machen aus Mo und hören schon, das ist der eine große Schwung, der eine große Klang. Alles bewegt sich. Also und die Antwort dann, quasi, das Echo. Der Ursprung. Ist es nicht die Antwort, das Echo auf das ursprüngliche? Ja, so, und so pendelt es die ganze Zeit hin und her. Weil man hört sich wunderbar, dass hier auch zum Beispiel die Bezeichnung für Widerstand in der Kritik. Warte mal, jetzt höre ich die wieder nicht, Joe. Entschuldigkeit. Wahrscheinlich halte ich wirklich da irgendwo ein Mikro zu. Die Bezeichnung für Widerstand in der Physik heißt ja Ohm. Und jetzt ist es interessant, weil wenn ich mich dazu entscheide, als Geist, dass ich in die Bewegung gehe oder dass ich etwas bewegen möchte, dann werde ich intuitiv oder im Augenblick auf Widerstand stoßen. Entweder durch meinen eigenen, im Sinne von Erdanziehung und Körpergewicht. Ja, wenn ich aufstehe, dann ist da schon ein Widerstand. Und so wird Mo zu Ohm. Und das sehe ich aber als Reibung. Ist das für dich Widerstand oder Reibung? Weil Reibung mit der Welt ist für mich auch, also entsteht viel, so wie der Funke aus der Reibung entsteht, ganz viel Energie aus Reibung entsteht. Also die Reibung mit der Welt, ist das für dich dasselbe wie Widerstand? Nein, in dem Fall ist das noch nicht dasselbe. Weil zum Beispiel, wenn du nur den Arm hebst, ist da schon ein Widerstand. Der Muskel muss ja sozusagen den Arm da aufziehen und da gibt es noch gar keine Reibung. Mit der Luft gibt es keine Reibung. Die Reibung klingt da anders. Die Reibung, die hat das CH. Die Reibung klingt. Das ist der Sound von der Reibung. Sprich, das ist die Spur, die du ziehst im Universum. Die heißt. Als nasser Ball, der rollt. Ziehst du diese Spur? Für Reibung die braucht es zwei. Genau. Ne? Für Reibung braucht es zwei. Bei Widerstand braucht es da zwei? Wahrscheinlich, ja, weil in der anderen Bedeutung hört man es vielleicht besser, weil wenn ich sage, ich bin der Widerstand, ich widerstehe, dann widerstehe ich etwas, das ich nicht als ich empfinde. Und damit sind wir schon zu zweit. Also braucht Widerstand wahrscheinlich zwei, ne? Nämlich den An und den Widerstand, der widersteht. Und so wäre es ja wahrscheinlich auch viel gescheiter zum sehen, dass der Mensch, weil auf Französisch heißt ja Mensch Homme, dass der Mensch sich als den wahren Widerstand erkennt und letztendlich der Versuchung des Systems widersteht. Und auf die Lockangebote immer einfällt. Wobei für mich da auch die Frage ist, die Lockangebote, die da lauten, zum Beispiel Grundrechte. Das ist ein Lockangebot. Menschenrechte, Lockangebot. Alles, was im Recht ist, ist nicht in Freiheit und nicht in Wahrheit. Weil Recht ist Fiktion, in Klammer
Erdichtung. Mhm. Wahrheit ist dies nicht. Und Freiheit hat, wie heißt das juristisch? Freiheit ist die Möglichkeit der uneingeschränkten Entfaltung. Wenn ich mich allerdings in einem rechtlichen Rahmen befinde, kann man nicht von Freiheit sprechen, weil Freiheit kennt keinen Rahmen. Also wirst du Freiheit und Wahrheit niemals im System finden. Das geht nur, und jetzt sind wir halt bei diesem Moment, wo einer sagt, das ist die einzige Lösung. Das ist der einzige Weg. Der geistig-sittliche Rechtsverzicht, wo das System sich darauf verlassen kann, dass du keine Gefahr bist, weil du in Liebe bist, weil du Jesus bist. In der Moral. Dass Jesus dich moralisch berät. Dann ist es weniger glapsmühlenträchtig. Ja, als wenn einer sagt, ich bin Jesus jetzt. Nein. Jesus berät mich. Alle meine Antworten oder Taten sollten gefiltert sein durch, was würde Jesus tun oder sagen. Oder nicht tun oder nicht sagen. Dann bist du schon sehr gut beraten, diesen Weg auch zu bestehen. Und Jesus hat auch keine Bücher geschrieben und keine Leute registriert und keine eigenen Geldscheine entworfen. Der ist einfach gegangen. Staatsverweigerer. Klassischer Staatsverweigerer. Und ja, that's the way. Die geistige Sittlichkeit ist für das System unantastbar in Freiheit vorgeschrieben. Und deswegen, lieber Verfassungsschutz, wir haben das gemeinsam durchgestanden. Danke. Sie wissen Bescheid, wer da sitzt und spricht im Bewusstsein. Und ich weiß, dass alles gut ist, weil natürlich gehört darauf aufpasst. Wir reden da ja bitte von was Biblischem. Das ist biblisch, was da gerade passiert. Ja. Und um auf die Frage von vorher zurückzukommen, wer hat eigentlich das erlaubt, dass man wen besteuert? Das ist ja nicht beantwortet bisher, die Frage. Weil selber haben sie es nicht erlaubt. Das geht gar nicht. Das lässt der Heilige Geist nicht zu. Im kanonischen Kirchenrecht steht drinnen, dass es aufgrund göttlicher Einsetzung so ist. Leitungsgewalt, die auch Jurisdiktionsgewalt genannt wird. Und sie in legislative, judikative und exekutive Leitungsgewalt aufteilt. Also da kommt es her. Es kommt durch die Kirche in die Völker. Und daher gibt es ja diese Verbindungen zum Heiligen Stuhl mit Konkordat und so weiter. Das ist alles viel besser, genau, als der Einzelne glaubt. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Ich wollte jetzt nur kurz für unsere Zuschauer, damit wir die wieder ein bisschen abholen, wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir hier, also ich habe überhaupt kein Problem mit dem Jesus, im Gegenteil. Ne? Also da bin ich ganz bei dir. Und für mich ist das eine, der Immerwährende, also da, wo das nichts mit irgendeiner geschichtlichen Zeitabfolge zu tun hat, sondern das ist jetzt hier, dass jeder in sich das Christusbewusstsein, den Jesus in sich gebiert, sozusagen, ihn entfalten lässt und ihn auch in seine Mission wirken lässt. So, das ist der Jesus, der immerwährende Jesus, und wie du auch richtig gesagt hast, das ist im Reich Gottes, dieses Himmelreich, was nicht von dieser Welt ist, sondern wo man in einem Himmelreich ist. So, das ist das eine. Und das andere ist von der Bibel her, wenn man das jetzt geschichtlich, wobei ja da auch die Frage ist, wie lang ist die Geschichte, ne? Und was haben sie uns da alles verzapft, aber egal. Da bezieht sich ja die Bibel immer auf die Römer. Und in der Bibel geht es ja immer darum, dass Jesus mit den Römern, also die Frage ist, hat er ein Problem mit den Römern gehabt oder haben die Römer nicht eher ein Problem mit ihm gehabt, was ich eher glaube. Und bei den Römern sind wir ja genau bei dem System, von dem du jetzt redest, der Fiskus, die Steuern, ne? Die Volkszählung auch, also alles, was jetzt auch wieder aktuell ist, alles, was vom römischen Recht und natürlich römisch-heilige Kirche, also sprich, es ist quasi damals, ob das jetzt vor 2000 Jahren war, ist wurscht, es ist quasi aktuell wie nie und es ist genau dasselbe. Ja, genau. Genau, das römische Imperium, das ist es. Aber man kann ja zum Beispiel die Geschichte oder die, wie soll ich denn sagen, die Zeit einfach einmal ausblenden. Zeit ist ja auch ein Konzept. Und wenn es keine Zeit gibt, dann ist alles jetzt. Und dann kommt man drauf, dass eigentlich auch die Gefangenschaft der Israeliten in Ägypten jetzt ist. Das ist genau dasselbe, dass der Mensch in Ägypten gefangen ist. Aber halt geistig, das ist alles so symbolisch und geistig zum Sehen. Nicht,
nicht so, wie wir das uns vorstellen mit Urlaub und Dings und Landkarten, sondern das ist im Geiste passiert ist. Wo ist Ägypten im Geiste? Weil wenn es außen gibt, dann war es zuerst geistig da. Sonst gibt es ja gar nicht. Jede Materie ist ursprünglich Geist. Und der Geist steht immer über der Materie. Von dem her war es interessant, diesen geistigen Ursprung zu suchen und nicht in der Materie den Ausweg zu finden. Also von dem her, das ist wahrscheinlich damit gemeint, wenn es heißt, kehret um. Kehret um. Nicht der Materie nachrennen, sondern umkehren heißt nach innen schauen, den Geist studieren. Den eigenen Geist studieren. Weil wir sind natürlich ein bisschen irregeführt worden von dieser großen gemeinsamen Lüge, die die Welt hast. Ja, okay, ist ja wurscht, wenn es nicht so weh tat. Aber letztendlich ist es wurscht, weil sonst war es nicht. Es muss gut sein, so wie es ist. Jetzt kommt es ja darauf an, dass vielleicht mehr und mehr Menschen erkennen, worin sie da losstarten Richtung Erlösung. Weißt du, was ihr Standpunkt. Genau, was mir da auch wichtig ist schon, und deswegen habe ich vorher kurz nachgefragt, weil die Frage, inwieweit wir auch diesen Widerstand brauchen, dass diese Reibung überhaupt erzeugt wird, damit wir daran wachsen, damit wir das innere Feuer in uns überhaupt, diesen Funken, ne, in uns durch Reibung erzeugen können und dass er wächst. Und die Frage, inwieweit wir uns an dieser Welt erst einmal auch abarbeiten müssen, nicht, dass wir das jetzt nicht schon zu Genüge getan hätten, und dass wir diese Fesseln sozusagen bis zur bitteren Neige wirklich erfahren und spüren müssen, damit wir sagen, so, und jetzt reicht's, und damit wir umkehren, wie du ganz richtig sagst, und sagen, jetzt reicht es, ich befreie mich von diesen Fesseln und auch dieses innere Erstarken und dieses innere Aufrichten, um so groß zu werden, also innere Größe meine ich jetzt, ne, dass man sein Königreich wieder ausfüllt. Genau. Und das ist halt leider alles so besetzt. Gell? Also diese ganze Jesus-Geschichte und Menschensohn und alles. Aber ja, nur einmal angenommen, das ist das, von was ich da rede. Dass das ist. Dann sollte man das Ganze nur einmal einen Schritt ernster nehmen, weil man muss ja dazu sich erinnern, dass diese Geschichte nicht der katholischen Kirche gehört. Diese Geschichte ist viel öder als die katholische Kirche. Das ist eine Geschichte der Menschheit. Und Jesus ist halt die populärste von allen. Aber Schneewittchen ist dasselbe. Und Cinderella auch. Und Pinocchio auch. Und Superman auch. Und in der Matrix geht es um genau dasselbe. Und da gibt's, Hollywood hat uns die ganze Zeit diese Filme gezeigt. Warum? Wer steckt dahinter? Ja, der Heilige Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat sich einen Wecker gestellt. Und hat sich daran erinnert, dass er irgendwann um diese Jahreszeiten anfangen wird, zack, diese Filme einer zum Schießen. Diese Geschichte uns zu erinnern. Dass es diese große Geschichte ist, die alle erlösen wird. Nicht irgendein nächstes Gesetz. Das ist ja Blödsinn, ne? Die dann den ganzen Tag Gesetze schrauben und bauen in Wahrheit nur neue Verbrechen. Ja, jedes neue Gesetz ist eigentlich ein neues Verbrechen. Und es gibt Dinge, die Kern nicht geregelt. Die kann man auch nicht regeln. Die Liebe zum Beispiel kann man niemals mit einem Gesetz regeln. Und die Gesundheit auch nicht. Und die Freude und alles, was einen Menschen ausmacht. Dieses Vergeben, gütig sein, Ruhe sein, widerstehen können. Das ist nämlich ein großes Attribut von uns, dass wir dem Blattl Wurst vor der Nase auch widerstehen könnten. Was der Hund nicht kann. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit zu entscheiden. Ja, genau. Und dann können wir entscheiden, okay, möchte ich weiterhin Sklave sein von einem ausbeuterischen, ungerechten System, und da reden wir noch gar nicht vom Verzins der Schuld als Geldsystem. Möchte ich weiterhin da Täter sein oder möchte ich nicht, dass in meinem Namen da das weiter passiert? Weil jeder ist Mittäter, der jetzt nicht sofort erwachsen ist und sagt, hey, eigentlich sind wir alle selber schuld, hören wir sofort auf damit, wo finden wir die Heilung? Und die Heilung ist halt in Wahrheit und Freiheit und Liebe. Und letztendlich ist dieser Zustand dann das Reich Gottes. Da gibt es keinen Zettel mehr, der irgendwas vorherbestimmt, vorschreibt, wie es so schön heißt. Weil zu deinem Eingangsstatement, was du gelesen hast, ist ja die Frage zu stellen, ist der Mensch, jetzt philosophisch gefragt, ist der Mensch tatsächlich dazu geboren, um zu gehorchen?
Oder ob das nicht ein völliges Missverständnis ist vom menschlichen Geist. Der ist nicht da, um zu gehorchen. Und genau, nämlich das Interessante ist ja, wie schwierig es ist, das dem einzelnen Menschen beizubringen, dass er gehorchen muss. Und du siehst, wie weit das weg ist von unserem Wesen. Du kannst das ja noch schon einprügeln. Und durch Angst und Schrecken und Furcht und Bestrafung wird er irgendwann gehorchen, aber nicht, weil das in sein Wesen drin ist, sondern weil er intelligent genug ist, vorauszudenken, was passieren wird, wenn er wieder nicht folgt. Aber das ist nicht unser Wesen, zu gehorchen. Und jetzt kommt die Selbstverantwortung, die uns das System eh schon die ganze Zeit ans Hirn schmeißt. Eigenverantwortung, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Halt in andere Zusammenhänge, aber die Botschaft ist dieselbe. Eigenverantwortung, wie geht das? Naja, indem ich mich als Kind Gottes erkenne und einmal ins Vertrauen gehe, dass mir nichts passieren kann. Dass was immer ich jetzt entscheide, wenn ich mich für Gott entschieden habe, dass mir nichts passieren kann. Und dann werde ich aufrichtig und liebevoll mein Umfeld begegnen und das mitteilen, dass von mir keine Gefahr ausgeht. Aber dass das nicht heißt, dass ich jetzt irgendwelche Vorschriften einhalte. Weil ich erwachsen genug bin, um zu sagen, ja, das Spiel ist beendet, für mich ist es beendet. Ich tue dann immer mit. Darf sich ja nicht auf meinen Namen buchen. Das ist sehr schön, was du da sagst, weil dass es gar nicht darum geht, was wir tun. Also das ist ja jetzt in aller Munde. Ne? Gehe jetzt auf die Straßen und gehe auf die Demo oder steuere einen Baum auf oder was auch immer. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, ist es eine Bewusstseinsfrage. In dem Moment, wo ich mich erinnere, wer bin ich? Ne? Ich bin Gottes Sohn, Gottes Kind ist neutraler. Ja. Also das Göttliche ist in mir. Ich bin, die Ich Bin-Präsenz ist göttliches Sein. Ne? Und in dem Moment, wo wir das ausfüllen, wo wir uns erinnern, wer wir sind, dass wir göttliche Essenz sind, göttliche Präsenz sind, ne? Dass das die Ich Bin ist, dann wird sich etwas im Außen verändern und da tut sich die Quantenphysik und die Quantenverschränkung mit dem Göttlichen, mit der Bibel und mit dem allen verbinden. Da ist die Schnittstelle, wo das ineinander wirkt, wo diese Wirkkraft ähnlich ist in der Quantenphysik wie im Spirituellen, ne? Und dann verändert sich das Außen. Ja. Und das ist nur so, dass es immer zeitversetzt ist. Also es ist nichts, was wir sofort ad hoc irgendwie einfordern können, sondern es mag sehr zeitversetzt sein, dass sich das dann verwirklicht im Außen. Ich glaube, dass es immer schneller geht. Das war früher länger. Ja, das stimmt. Und in diesen Zeiten wird es immer schneller. Also die Zeitspanne wird immer kürzer. Da kann man fast zuschauen. Ja, natürlich. Wir sind in einem resonanten Universum daheim. Der Geist findet sich wieder in einer gewissen Art von Resonanz. Genau. Und dadurch, dass da Sachen resonieren gemeinsam, kommt er über seine fünf Sinne irgendwie drauf, worin er sich befindet und wer er selber ist. Genau. Und dann kommen wir weiter zum Klang, weil das, was wir da machen, diese Sprache, das besteht letztendlich aus Silbe. Und Silbe ist, so wie der Buchstabe, der einzelne Klang selber, der Laut, ja nichts anderes als eine gewisse Verschiebung vom Winkel, in dem Licht gebrochen wird. Mhm. Weil alles so entsteht, so wie Farbe. Ja, die einzelnen Farben entstehen durch Brechung von Licht im Winkel. Und so muss es auch bei Düften sein. Ein Duft, das kann doch nur ein anderer Winkel sein, im Gegensatz zu dem vorderen Duft. Und so geht das alles im Kreis. Alles ist ein Kreis und das schiebt sich einmal durch alle Farben durch. Und das habe ich ein bisschen erforscht. Wie das Alphabet tatsächlich ausschauen könnte, würde es im Kreis entstehen und Winkelfunktionen erfüllen. Und so damit man sich das vorstellen kann, Joe, siehst du da jetzt eher ein Kristall oder siehst du ein Fraktal? Oder ist für dich ein Kristall ein Fraktal? Naja, den Kristall, den nehmen wir einfach, um das Licht, das göttliche Licht, in dem alles ist, was ist, zerfällt in seine einzelnen Sichtbarkeiten. Und das entsteht halt dann durch den Winkel, in dem es gebrochen wird. Nehmen wir es als Kristall einfach. Ne? Dann bin ich der Kristall.
Ich bin der Kristallschädel und ich brich das und höre dann, dass alles bewegt. Mo macht. Und dann kommt nur Ra. Ra. Das ist eine klasse Silbe. Weil sie ist zum Beispiel der Hauptträger von dem Klang Freiheit. Freiheit. Wenn ich das langsam höre, dann hört man doch Freiheit. Die Freia gefällt mir da ein, die Göttin Freia. Natürlich, natürlich, genau. Und Frage oder Raten. Ra. Hurra. Ra. Und zum Beispiel ein Ukraine. Also Ra. Ra. Das ist die Abkürzung für Rechtsanwalt. Ha. Das klingt jetzt voll witzig, aber der Sinn dahinter war der Hinweis, dass das Volk Gottes in Ägypten gefangen zu sein scheint. Ra. Das ist doch der Chef in Ägypten, ne? Ra, der Sonnengott. Beziehungsweise die Abkürzung für Rechtsanwalt. Ist vielleicht das dasselbe? Das mit den Hieroglyphen? Ja, das ist dasselbe. Aha. Ja, der Mensch ist im Rechtssystem gefangen. Und er kann ohne Rechtsanwalt, kann er nicht. Kommt nicht zu seinem Recht. Genau. Aber, kurzer Nebenaspekt am Rande, er hat angefangen, sich Klopapier zu kaufen vor 2 Jahren. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Auferstehung voll im Gange ist oder vor der Türe steht, weil sonst brauche ich mich als auferstehendes Wesen aus Ägypten nicht in Klopapier einwickeln. Das ist der Dresscode für Mumien. Okay. Ja, der ist doch witzig. Und jetzt, wenn ich ein kleines Kind bin, dann sehe ich da sofort die Zusammenhänge, ist eh klar. Ja, freilich, die Mumie braucht ja das. Sonst ist ja keine Mumie zur Auferstehung. So viel zum Thema, ist der Geist in Ägypten gefangen. Egypt, das gechippte I. Jeder hat einen Chip dabei. Alle haben einen Chip dabei. Manche mehrfach, im Reisepass, im Telefon und. Ja, natürlich ist das Egypt. Das ist Egypt. Alles ist Egypt. Das ist nämlich da drinnen das Auge, Missing Head Cornerstone. Die Ägypter, derer fällt der Ägypter, sage ich, der Pyramide, fällt das obere Dings, Kastel. Und das ist repräsentiert durch das Geldsystem im Außen. Das ist da draußen verankert durch In God We Trust. Delta. Delta. Delta, Corona, Delta-Kron, Omikron, Delta, Auge. Den, voll geil. Das passt alles zusammen. Und jetzt schießt es in den Geist ein und wir erkennen, dass wir es sind. Wir sind es, diese Kinder Gottes. Wir sind das Volk Gottes. Alle sind gemeinsam jetzt das Volk Gottes. Und wir gehen da aus Ägypten aussehen. Ins Reich Gottes. Und da fällt mir ein, bei Ägypten, da sind ja auch die ganzen Plagen auf Ägypten niedergekommen. Und das erinnert mich, was wir jetzt erleben. Dieses Ägypten erlebt einen Untergang durch diese unglaublichen Plagen, die jetzt da niederkommen. Ja, ne? ja. Die Zeit der Drangsal. Die große Trübsal oder Drangsal. Und das, was du, wenn du den drangsalierst, dann heißt es ja fast schon, du piekst ihn an, du drangsalierst ihn. Du segierst ihn und drangsalierst ihn. Und da sind wir voll bei der Impfpflicht. Die Impfpflicht war eine Riesenwerbetafel für die große Drangsal. Fürs Volk Gottes. Okay, ja, dann haben wir das jetzt auch angekagelt. Und auf einmal wie durch Geisterhand, fupp, nein, brauchen wir da nicht. Ah, Gott ist groß, sagt jetzt der Dschihadist. Genau. Ja, eben. Es ist alles biblisch. Und es bleibt spannend. So viel sei dahingesagt. Und das mit den Buchstaben, das ist richtig spannend. Der Rest ist eigentlich ja nur ein Verständnis vom eigenen Gefängnis. Worin ist der Geist bisher gefangen? Über das brauche ich mir auch nachher nicht mehr aufregen. Das kann ich verstehen. Das kann ich hinter mir lassen, geistig. Dafür muss ich halt aber auch gleichzeitig, und daran scheitert es halt bei viel, mein bisheriges Leben bereit sein, hinzuschmeißen.
Weißt du, woran ich da auch denke? An den Graf von Monte Cristo, weil das ist eigentlich ein Eingeweihtenroman, weil da ist ja der Dantes, der ist ja unbedarft, naiv und wie auch immer und landet da im Gefängnis und ist völlig verzweifelt und trat durch und was weiß ich und sucht da seinen Weg raus. Und erst indem er den Priester dann trifft, der ihn auf eine andere Ebene bringt, der ihn eine Einweihung mit ihm macht, schafft er es aus diesem Gefängnis raus. Ne? Und als er dann raus ist, nimmt er den Namen an, der Graf von Monte Cristo, und da ist ja das Christus, ist ja schon im Namen drinnen. Also das ist so ein Einweihungsweg. Und weil du jetzt gerade von dem Gefängnis gesprochen hast, ne? Viele sind jetzt in dieser Situation, dass sie sich fühlen wie dieser Dantes, der, was weiß ich, seit Ewigkeiten schon eingesperrt ist und vielleicht schon sogar die Hoffnung verloren hat, dass er überhaupt rauskommt, aber eben mit Hilfe dieses Priesters, der ihm die völlige Disziplinierung seines Geistes beibringt, ne? Wie er es schafft, dass er einen Tropfen fängt oder so, einen Regentropfen fängt und solche Dinge. Ne? Macht er ja mit ihm diese verrücktesten Übungen, damit er lernt, seinen Geist zu fokussieren und Herr seiner selbst zu sein. Das ist ganz spannend, finde ich, weil das auch so ein Einweihungsweg ist und der hat auch viel mit dem zu tun. Und dieses Grab von Monte Cristo, ne, das ist das Christusbewusstsein in uns, ja. Also es sind ja alles Symbole, ne? Man Ägypten muss ja da oder jetzt mal gleich. Na ja, zum Christusbewusstsein möchte ich nur dazu sagen, weil es ist ja alles ein Konzept. Wir müssen uns ja ständig dabei ertappen, dass alles Konzepte sind. Und selbst wenn ich Schwiegermutter sage, ist das schon das nächste Konzept. Und auch wenn ich Christus sage, ist da ist ein Konzept dahinter, weil ich habe eine gewisse Vorstellung zu dem Klang, den ich da höre. Weil seit ich kleines Kind bin, habe ich dazu Geschichten gehört und solche Sachen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen abseits vom Konzept denken. Stimmt das? Christus, was heißt das eigentlich? Was heißt Christus? Das höre ich doch. Hast du Ich es höre nicht doch. gesagt? Und wenn ist er? Ja, das ist zumindest eine Übersetzung, die man uns mitgeteilt hat. Aber es gibt ja eigentlich keine Sprache. Es gibt ja keine Sprachen, ne? Weil es gibt ja keine Grenzen. Es gibt ja keine Länder. Es gibt eigentlich keine Nationen, es gibt nur ein Volk Gottes. Wie spricht das? Ja, Silbe. Silbe. Wenn du den Schädel anhast, sagst du, au, das ist eine Silbe. Und das hat dir nie wer gelernt. Verstehst du, das kommt aus dir selbst. Das ist ein Selbstlaut. Also ein Klang aus sich selbst aus. So, wenn du drüber, mit dem Taxi über Dings. Hui. Das ist auch sowas. Aha. Dann diese Laute. Also, das gehört zu uns. Und das ist jetzt keine Sprache, sondern das ist in jeder Sprache dasselbe eigentlich. Und das gehört ein bisschen meditiert. Was die einzelnen Töne wirklich dann, weil Christus, das heißt, in seiner Quelle, also sprich gespiegelt, kannst du das so spontan, kannst du Christus akustisch spiegeln. So. Sus, oh Gott, Christus, Susti, oh Gott, das ist schwierig. Susti, Stark, gell? Das ist voll hart. Susti, oh Gott, das kann ich echt nicht gut. Bitte, bitte, liebe Seher und Hörer und Dabeiseiende, liebes Bewusstsein, bitte trainiert es. Bietet euch ein Geist die Freude und trainiert es. Weil darin, das ist Ursachen und wie soll ich denn sagen? Ursache und Wirkung Ursache Wirkung studieren. Genau. umdrehen Christus quasi. im Spiegel heißt Suzirk. Okay. Suzirk. Christus. Suzirk. Und da hört man ein bisschen außer, dass es was mit einem Kreis zu tun hat, nämlich mit Ja. Zirk Ja. und mit unterhalb von, nämlich Su. Suzirk. Das heißt das ein bisschen. Also unterhalb Kreis. Und so hört man ein bisschen, was da passiert. Christus sagt uns eigentlich nur, dass es einen Kreis gibt, der über uns steht. Ob das jetzt der große göttliche ewige Kreis ist, The Circle of Life beim König der Löwen.
oder ob das die Käseglocke der Kirche ist, da müsste man jetzt Christus klar und groß schreiben, um das zu unterscheiden. Es gibt sozusagen ein heiliges Christusbewusstsein und es gibt ein Christusbewusstsein, das eigentlich nur heißt Sklavenbewusstsein. Das heißt, du merkst, dass du Sklave bist. Dann bist du im Christusbewusstsein. Und das ist nämlich nicht das Jesusbewusstsein. Christus heißt die Erkenntnis, dass du unter einem Kreis bist. Du kannst den Kreis zum Beispiel in Deutschland Landkreis nennen. Mhm. Oder Rechtskreis. Aha. Christusbewusstsein. Die Erkenntnis heißt dann, ach so, Christusbewusstsein. Okay. Dann ist der Mensch im Christusbewusstsein angekommen und daraus wird das Jesusbewusstsein erwachsen. Oh ja. Aber das Christusbewusstsein heißt eigentlich nichts anderes als, du kommst drauf, dass du innerhalb von einem Kreis bist. Und man hat die mit Corona zurückdrängt in den Kreis. So viel Rechte wie möglich weg, dass du erkennst, dass du in einem ganz kleinen Kreis in Wohnhaft sitzt. Rapunzel gleich. Genau. Und das löst sich jetzt alles auf, weil es, ja, die Apokalypse heißt ja, dass alles ans Licht kommt. Also wir konnten über diese Dinge gar nicht sprechen, wäre es nicht apokalyptisch. Weil die Offenbarung heißt ja, dass es offenbar wird. Rechtsbankrott. Mhm. Rechtsbankrott heißt, der Einzelne kriegt nicht mehr sein Recht. Und Lügner sind an der Spitze. So ist es definiert. Mhm. Lügner an der Spitze. Oh, okay. Rechtsbankrott offenbart sich. Das erklärt da keiner im Radio und im Fernsehen. Und dann heißt es zurück zu Wahrheit und Freiheit. Und die Anleitung, wie man zurück zu Wahrheit und Freiheit geht, juristisch, das kann man bei mir parallel zur Sprachforschung als Freeman ein bisschen noch studieren. Und das ist halt, genau, das ist der Weg. Es wird kein leichter sein, aber es wird keiner zurückgelassen. Das ist die frohe Botschaft, ne? Egal, was jetzt passiert, und das haben sie auch politisch ja schon gesagt, keiner wird zurückgelassen. Ja, weil wissen wir eh, steht eh in der Bibel. Hast du das gesagt? Genau. Wirklich? Ja, freilich, was der mit den ganzen Dings ganz am Anfang, der Kurz hat einer das erzählt. Der Kurz hat gesagt, keiner wird zurückgelassen. Ja, ja. Koste es, was es wolle. Das heißt, all in, ganz wichtig in dem Zusammenhang, weil du kannst da sowieso nichts mitnehmen und keiner wird zurückgelassen. Und dann kommen diese Drangsal-Dings da. Und gleichzeitig, was sehr, wie viele Menschen sicher jetzt in der Zeit zum Beten angefangen haben wieder. Das glaube ich, ja. Ja. Und so und natürlich, mir fällt natürlich da auch, weil du sagst, es wird die Diebe sind an der Herrschaft. Das erinnert mich natürlich an diese berühmte Szene im Tempel, wo der Jesus, der übrigens auf Französisch ja Je suis, also ich bin, heißt, ne, dass der Jesus in den Tempel geht und sie alle ausschmeißt. Und das ist ja eigentlich das Pendant zu dem, was du jetzt gerade sagst, ne, dass da die Verbrecher, die Lügner und die Scharlatane und die Händler, die sich bereichern, dass die hier den Tempel besetzt haben, ne? Und dass die rausgeschmissen Speziell die Händler. Ne? Denen hat er alles umgeschmissen und uns rausgejagt. Die Geldwechsler waren es. Mhm. Die Geldwechsler. Genau. Aber das ist jetzt wieder voll gut, dass du das sagst, weil das ist eine tolle Szene und spirituell, geistig achtet ein ähnliches Bild, aber lass uns den Tempel, den Leib erkennen, dann bin ich der Tempel. Und wo ist jetzt bitte in mir der Geldwechsler? Ach so, ja genau, es gibt in mir ein Wesen, das ist der Geldwechsler. Der hat für alles einen Wert. Ne? Was kostet eine Stunde? Was kostet das? Was kostet das? Was verlangst du? Dann schnell für mich aufkommen, geh verkaufen, man, was kostet? Und solche Sachen. Mhm. Okay, und der geht rausgeschmissen. Und das Jesusbewusstsein, der eingeborene Sohn, der da erwacht, der wird einmal alle deine Bewusstseinsstrategien durchdenken und durchschauen. Und wird mit Sicherheit den Geldwechsel ausschmeißen beim Fenster. Und damit bist du du bist dann umgepolt. Du bist dann in der sogenannten Herrlichkeit. Die, was du hast, den Tod verkünden, die Auferstehung preisen, bis du kommst in Herrlichkeit. Und das muss man mit stummem H schreiben. Herrlichkeit. Dann stehst du über den Dingen. Und dir erscheint die Idee wichtiger als die Materie. Dann hat der Geist nämlich wieder das Kommando über die Materie übernommen. Was ja bei Menschen, Entschuldigung, ich möchte keinen beleidigen, aber was ja bei Menschen der Fall ist, die, damit sie Geld kriegen, arbeiten gehen.
Da wird nämlich der Geist von der Materie bewegt. Ja, Und ja. wenn die Materie den Geist bewegt, dann ist es verkehrt. Das ist Materie übrigens bewegt niemals den Geist. ja, genau, Der weil du auch Geist von bewegt dem, die du hast auch Materie. genau, und du hast vom Leib gesprochen und dort vom Körper. Der Körper ist ein Korpus, das ist was Totes, ne? Das ist ein Gefängnis, der Korpus. Und vom Körper zum Leib, ne? Du hast ja vom Leib Ja, gesprochen, ne? Der genau. Tempel, der quasi der Leib ist. Baal wird zum Lab. In der Spiegelung dann. Baal, das ist die große Gottheit im Außen, der alles geopfert wird. Baal oder Moloch, ne, oder dann sagen wir eh wieder, die Menschen rennen im Geld nach. Da ist das dritte Auge drauf versteckt, da ist Missing Head Cornerstone. Wenn das in dir erscheint, dann wird Geld für dich nicht mehr so wichtig sein. Aber es wird zu kommen. Weil es quasi in Resonanz zu deinem Geiste sich zu dir bewegt. Das muss so sein. Und es wird immer genauso viel sein, wie der Heilige Geist weiß, dass du brauchst. Das Ja, das ist wissen wir ja selber tatsächlich nicht. so. Ja, das Ja. ist genauso, wie du sagst, weil seit mir nämlich das alles nicht mehr so wichtig ist, bin ich immer versorgt und ich habe immer genauso viel, wie ich brauche. Da sage ich dann immer, Ja. der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, weil seit es mir nicht mehr wichtig ist, kommt es zu mir. Ja, genau, so ist es. Ja, Das, genau. ja. Und das ist einfach auch das, ich vergleiche es gern mit einer Elternschaft. Wer Kinder hat, soll sich einfach einmal kurz die Rolle vorstellen, dass er das Kind ist und Gott selber ist, also der Elternteil ist. Und so wie man selber auf seine Kinder schaut, dass sie alles haben, was sie was brauchen, in jedem Augenblick, man kann sich ja schon von der Weide aussehen, was sie als nächstes brauchen und Dings. Genau so sind wir behütet. Genau so können wir uns darauf verlassen, dass es das große Ganze ist, das immer weiß, was wir gerade brauchen, damit es weitergeht. Und zwar zu unserem Vorteil. Joe, weil Eh klar. du hast doch Dilemma da ausgesucht und da fällt mir Ja. natürlich dieser Spruch ein und sie weiden auf einer grünen Aue, ne? Oder wie heißt dieser Bibelspruch? Der fällt mir jetzt ein, wo die Lämmer da alle auf dieser grünen Aue Ja, weiden. ich glaube, du zitierst da, und jetzt muss ich eins dazu sagen, weil wir über die Bibel reden. Ich bin bei Gott nicht bibelfit und ich bin jetzt vor 20 Jahren schon aus der Kirche austreten, bitte. Aber du erwähnst gerade im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Es wird mir an nichts mangeln und so weiter. Das ist ein geiler Zauberspruch. Und wenn irgendwer fragt, wer leichter Chef war, der Bundeskanzler, der Bundespräsident, der Papst, der Finanzminister, das Gesundheits- das Geldsystem, na, der Herr ist mein Hirte. Und damit, du kannst nicht zwei Herren dienen. Das war es auch, das System. Und daher ist, wenn du als Kind Gottes auftrittst und erscheinst, das ist unantastbar in Freiheit vorgeschrieben. Also es sitzen ja nach wie vor viele Protagonisten im Häfen, die da als Reichsbürger, als Staatsverweigerer und so weiter aufgefallen sind, wie wir alle. Ja, aber du darfst ja nicht im Recht sein. Du darfst nicht im Recht sein, du musst auf alles verzichten. Ja? Auf alles verzichten. Danke, ich verzichte. Ich bin jetzt Kind Gottes. Mir schafft keiner mehr was an, außer die Mama und Gott. Genau. Oder umgekehrt. Genau. Ja, und wie hört man Gott? Ja, über die innere Stimme, über das Bauchgefühl, ne? Über Moral. Und da sind wir jetzt beim Unterschied zwischen Moral und Ethik. Moral ist das, was aus dir kommt. Mo. Moral. L ist nur die sichtbare Schöpfung dessen. L, der rechte Winkel, die sichtbare Schöpfung. L. Moral. Und Moral ist eigentlich keine Ausrede, das muss ich noch schnell dazu sagen. Weil der Vergewaltiger in seiner Moral gewaltigt. Der kann auch sagen, ja, das war meine Moral. Ha. Und deswegen gibt es im menschlichen Geist eine Parallelschwingung, die heißt Israel. Israel. Nicht Moral, das ist die Bewegung, das Gaspedal quasi. Das Gaspedal heißt Moral, so wie Motoral. Und Israel, das ist sozusagen sowas wie die Kupplungswaage.
Ease, easy für easy, ease für Heilung, für ease my pain, ease, ease, alles fließt, ease. Da sind wir dazwischen, zwischen Moral und Israel. Also Israel ist ja der Name, den Jakob bekommen hat, nachdem er mit dem Engel gekämpft hat. Ab da war er Israel, ne? Genau, genau. Die Frage ist, wer ist Jakob? Mhm. Wer ist der Himmel? Wer ist der Engel? Ja, genau. Weil es gibt ja auch die Geschichte von Jakob und die Bohnenstange. Das ist ein Märchen, gell? Ja, genau. Große Geschichte, mhm. Genau dieselbe Story. Jakob so? Muss über die Himmelsleiter, über die Bohnenstange auf ins Himmelreich. Und der Jakob, die Bohnenstange symbolisiert unser Kundalini-Wirbelsäule. Mhm. Und der Ja-Sager in uns, der Jakob, der alles abnickt, der Ja- und Amen-Sager, das heißt in dem sonst, Bruder Jakob, schläfst du noch? Mhm. Mhm. Das passt in dieser Zeit, in diesen Zeiten ja perfekt. Ne? Ich soll jetzt keinen Jakob beleidigen, aber das ist die Schwingung. Das ist die Schwingung, die das trägt, einfach der Jakob. Das ist ein Abnicker. Mhm. Und er wird irgendwann über die Himmelsleiter auf in den Himmel. Die Frage ist, wo ist der Himmel? Der Himmel ist das da. Das Schädelhaupt. Mhm. Golgatha. Ja. Oder beim Fußball Golgatha. Golgatha, der Golgatha. Golgatha, da wo du gekreuzigt wirst, da wo es weh tut, ne? Im Schädel tut es weh, das was man dir an den Kopf schmeißt. Und dort wird der Jakob gegen die Riesen kämpfen. Der Jakob kämpft ja im Himmel gegen die Riesen in der Geschichte. Und Riesen ist witzigerweise ein englischer Begriff für Vernunft. Ah ja. Das heißt, der ja-sagende Mensch, der Abnicker, wird irgendwann sagen, hey Moment, das ist aber nicht mehr vernünftig, was ihr da tat. In Klammer siehe Corona, Klammer zu. Und man muss dazu sagen, dass der Mensch ja vernunftbeherrscht ist. Rationale Herrschaft heißt das Geheimnis. Rationale Herrschaft. Du wirst durch Vernunft beherrscht. Paragraph 16 ABG. Jeder Mensch hat angeborene, schon einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Also wegen der Vernunft wirst du als Person betrachtet. Du bist vernunftiert. Das ist ein Herrschaftsbegriff, der heißt rationale Herrschaft. Und jetzt musst du gegen die Vernunft antreten. Und die Vernunft, das ist riesig. Also das mit den Riesen, das stimmt. Das ist das größte Wesen, dem du selber treten kannst. Das ist deine eigene Vernunft. In dir drinnen wirst du gegen die Vernunft antreten. Weil du wirst nicht mehr herrschaftsfähig sein nachher. Und wenn du das da hast, dann wird dein Name Israel sein. Weil du bist nicht mehr Abnicker, sondern du streitest mit Gott an deiner Seite. Du bist Kind Gottes. Du gehst dann zum Volk Israel. Und so ist die Story von Jakob und die Hühnerleiter, oder wie es heißt, genau dieselbe Story, wie das mit den Engeln, oder wie Superman, oder Pinocchio, oder und. Das ist dies, wie es geht. Das Erwachen des Geistes. Und doch wäre das genau. Die Sicht vom Jakob. Ja. Und da denke ich einmal dran, dass sie doch, gerade so diese englischen Könige oder so, ne, die hatten es doch permanent mit dem Enthaupten. Aber der französischen Revolution mit dem Enthaupten, das heißt, du ermöglichst es gar nicht mehr, dass sich die Wirbelsäule mit dem Kronenchakra vereint, dass diese große nach Hause kehren in das Kaputt, in das Haupt, ne, in das Königreich des Himmels, dass das möglich ist, ne, weil du durchtrennst das, ne, du durchtrennst die Lebenslinie, ne. Wenn man es körperlich macht, ja. Ich kann ja auch was geil behaupten. Wenn ich heute was behaupte, und dann kann ich sagen, Entschuldigung, ich habe mich verhauptet. Können wir es bitte enthaupten? Du meinst so wie der Hydra, die ganzen Köpfe abschneiden. Genau. Bei mir hat ja auch irgendwann der große Geist den Johannes geköpft. Ich komme ja aus dem Johannes ursprünglich. Mhm. Ich bin ja getaufter Johannes. Und irgendwann war der Johannes nicht mehr maßgebliche in der Schwingung, sondern das heißt jetzt... Naja, der Johannes hat ja den Jesus getauft. Der Johannes war der... Mir fällt dazu ein, dass der Johannes den Jesus getauft hat. Ja, genau. Genau. Er hat Platz gemacht für Jesus. Er hat gesagt, da wird ein anderer kommen, ne? Richtig. Du bist ein anderer Mensch, geistig-sittliches Wesen. Als natürliche Person. Du bist ein anderer Mensch. Du kommst als anderer Mensch wieder, natürlich. Natürlich. Mhm.
Genau. Und auch die Jesuiten sind ja auch die Wegbereiter. Die heißen ja auch Johannes. Ne? IHS. IHS. IOHNS ist der Johannes. Genau. Ah, okay. Der Weg, das ist der Wegbereiter. Und die Güte von Johannes ist die Qualität, dass er sozusagen das I und das S durch das H verbinden kann. So wie zum Beispiel meine geistige Mitte I heißt. I. Das ist meine geistige Mitte, meine Wirbelsäule quasi, ein I-Punkt. I. Und mein geistiges Umfeld, mein Fruchtfleisch, wenn ihr Apfelkern wart. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, ich habe mich gerade gut verloren. Ich glaube, mein Akku gibt gerade den Geist auf. Ich muss ans Ladekabel gehen. Echt? Also, jetzt? Mein geistiges Gerät einfach. Ja, zumindest ist mein Bildschirm gerade schwarz. Echt? Wurscht, okay, vielleicht weil du draußen bist, dann wird es vielleicht schneller. Ja, circa. Ich gehe schnell zum Ladekabel. Also, okay. Was ich sagen wollte, ist mein geistiges Umfeld. Das nenne ich S. S mit ES oder nur S? Bist jetzt weg? Ich glaube, er ist weg. Er ist geflogen. Er hat kein Akku mehr. Kaum redet er über sich und über sein Innere. Ja, ist der Akku weg. Ja, er wird gleich wohl wieder da sein. So kenne ich den Show. Klar. Ja, heute auch nochmal ein Hallo an Telegram. Wir machen gerade eine Probe, Livestreaming auf Telegram auch. Ich hoffe, euch gefällt es da draußen. Hier auf dem Okitalk-Kanal. Ja. Haben denn auch ein paar Zuschauer hier reingefunden? Weil man weiß ja nie, ne, wenn man das Werbung macht, wie viele dann dem folgen. Auf dem Stream, da sind ganz viele Menschen. Ja, hier im Studio nicht so viele, weil wir ja hier im Studio sind. Nee, ist klar, also, aber im Stream sind welche. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, schön. Da lachen wir und freuen uns, dass wir unsere Zuschauer haben, die jetzt auch auf den Show und auf dich warten, natürlich, Katharine. Katharine, wie geht's bei dir weiter? Hast du schon ein paar Ankündigungen? Die können wir ja mal zwischendurch parken. Gibt es da also ich komme ja gerade vom Kongress in Bad Hersfeld, Volition, das war wirklich mega, das waren 900 Leute oder so, das war mega und das wird wiederholt, also eine zweite am 5. November, auch wieder in diesem Ashram von dem Swami da in Bad Hersfeld und wir machen in kleineren Rahmen da auch eine Veranstaltung am 8. 9. September, wo wir eine Art Workshop anbieten, der Marc, der Frank und ich und der Peter Denk wird auch da sein, wahrscheinlich auch der Falco, also das sind so, wo man ja, einfach auch die Menschen kennenlernen kann, ne? Was ich sehr schön finde, genau. Und dieser Austausch ist wichtig. Ich bin jetzt auch sehr froh, dass der Joe und ich einmal zusammengefunden haben, weil diese Vernetzung, also da bin ich dir auch sehr dankbar, Klaus, dass du das ermöglichst, dass sich die Menschen vernetzen, dass sie, also auch den Franz Hörmann habe ich durch dich kennengelernt. Ne? Wir hatten ja damals Sendungen, da waren wir teilweise zu fünft oder so sogar in einer Sendung. Und das ist wichtig, weil das einfach einen Synergieeffekt erzeugt, weil da eine mehr Energie entsteht. Ein Connecten der verschiedenen Energieströme, ne? Wie die einzelnen Flüsse, die zusammenkommen und sich zu einem großen Strom mit wirklicher Durchschlagskraft dann formieren. Ne? Und von daher, das ist wichtig. Ich glaube, darum jetzt geht's. Kommt. Nein, es ist ja ganz raus. Er wird gleich kommen. Ja, das war noch das Standbild. Er ist bestimmt schon am Arbeiten. Er wird uns gleich vergnügen. Ja, es heißt ja auch, Gemeinsamkeiten finden gerade in diesen Zeiten. Und wie kann man das tun? Indem ich nicht mein Ego spiele, sondern einfach, wie Franz Hörmann sagt, es gibt keine Konkurrenz, sondern Kooperation, gemeinsam statt einsam. Und deswegen sage ich ja auch, meine Netzwerke sind ja auch deine Netzwerke, die bei Okitalk sind, haben auch was davon. Und Okitalk ist ja nicht alleine, sondern es geht ja um die Lebensbereiche der ganzen Menschen, was momentan ziemlich eindrückt oder erdrückt zum Teil. Man weiß ja gar nicht mehr momentan wirklich, wie wollte ich meinen Strom bezahlen, wie komme ich zur Arbeit, falls ich noch Arbeit habe. Das ist ja Wahnsinn letztendlich. Wir wollten heute nicht politisieren, ich weiß, aber so einen kleinen Ausflug mache ich gerne. Nein, das passt schon. Das ist ja auch das, was der Joe gerade gesagt hat, dass es im Grunde genommen, dass wir wieder die Situation haben, eine biblische Situation, nämlich Sklaventum in Ägypten, gefangen sein, das Gefängnis von Ägypten und dass es jetzt um den Auszug aus Ägypten geht, um wieder frei zu sein. Ne? Wir haben gerade jetzt gesprochen über Israel, ne? Wie Jakob zu Israel wird, also wie wir zu einer Freiheit
Freiheit hier finden und uns von dem Joch der Ägypter befreien. Und bezeichnenderweise, ich habe darauf hingewiesen, in Ägypten kommen die 7 Plagen. Ne? Das ist ja als Voraussetzung der Befreiung. Und ich meine, wenn wir jetzt schauen, was gerade passiert, das hat viel mit den 7 Plagen zu tun. Ne? Ja, ich finde, wir haben momentan so eine komische Zeit, ich nenne das komische Zeit, weil wir immer noch den Hausverstand haben. Deswegen darf man die Zeit, denke ich, schon als komisch bezeichnen, weil der Hausverstand würde es anders richten, meine ich. Die Zeit widerspricht dem Hausverstand, das ist, was mir auffällt. Also der Hausverstand wird permanent herausgefordert. Grüß dich, Joe, jetzt sehen wir auch mal das Innere hier. Ja, super. Also es war, um es kurz zu erklären, mein Akku hat 11% angezeigt, dann bin ich nie gegangen. Jetzt hat er 1% hingeschrieben, also ist hängen geblieben bei der Anzeige. Sorry, okay. War mein Fehler. Kein Problem. Der Danke Klaus und ich, wir haben da... also wir waren gerade bei Israel, ne? Und ja. Dass es jetzt genau. um die Befreiung vom ägyptischen Joch geht, ja. Und Israel, und vom Verstand, das möchte ich da noch von meiner Seite dazu erzählen, ist ja nicht nur jetzt der neue Name für Jakob, sondern auch das beherrschende Prinzip im Verschwörungsdings im Hintergrund. Also alle diese Verschwörungsmythen, da geht es doch immer um die Juden, ne? Und die Judikative klingt ein bisschen ähnlich. Also Judikative und Jude, das ist derselbe Klang. So gesehen ist es mit der Bundeslade und mit den 10 Gebote vielleicht doch gar nicht so weit hergeholt. Dass Gott über das jüdische Prinzip die ganze Welt beherrscht. Vielleicht ist es so. Aber dann ist eh gut. Weil ja jeder Mensch Jude ist. Und wenn die Juden das Volk Gottes sind, dann sind wir das alle. Jude, was heißt denn das leicht? In der Schwingung heißt es I-Jude. Also, man könnte sagen, ich und du, I-Jude. Und de am Schluss, das kenne ich zum Beispiel von dem Klang Mode. Bei Mode zum Beispiel heißt es doch nichts anderes als der Schwung der Zeit aus dem Am außer, ne? Am wird zum Mo und macht einen Abdruck. De. Das ist wie ein Foto. Wie ein geistiges Foto vom Zeitgeist. Und das heißt dann Mode. Okay, zum Beispiel. Dann heißt es Jude, ein geistiges Foto von dir und mir. Wir machen uns was aus. Ein Deal zwischen uns. Eine Handshake-Qualität. Das war die Beschreibung Jude. Ja, das du meinst, ich erkenne mich in dir und du erkennst dich in mir? Ein bisschen, genau. Namaste, ich bin du. Weißt du, woran ich da denke? An Max Frisch, Andorra. Kennst du die Geschichte von Andorra, wo der die Hauptfigur glaubt, er ist Jude? Er ist kein Jude, aber er glaubt, er ist Jude und indem er weiß, indem er immer mehr erfährt, was es heißt, Jude zu sein, fängt er an, sich damit zu identifizieren. Das ist also eine totale Parabel von der Spiegelung her, weil die Umwelt quasi ihn als Jude bezeichnet und er sich immer mehr mit dem identifiziert und am Ende kommt aber drauf, er ist gar kein Jude. Aber diese Spiegelung, sich im anderen zu erkennen. Und was mir natürlich auch dabei einfällt, ist, dass Judas, der 12. Apostel, im Grunde genommen der ist, der sich opfert, der Selbstmord macht. Das heißt, dass er, wenn man wieder beim Enthaupten im positiven Sinne, weil was er macht, ist, dass er sein altes Ich das opfert er, damit er, also der Judas ist für mich ein Eingeweihter, also er transzendiert das Ganze, das Irdische. Er mordet sich quasi selbst. Er gibt sich hin, ja, oder er schmeißt sie weg. Ja. ja. Ich schmeiß mich weg, das sagt man doch hin und wieder, oder? Genau. Ich hau mich ab. Der Judas war der Spaßvogel im Team. Ja, genau. Ich schmeiß mich weg. Und ist der Hit. Genau. Ja, also, die Bibel ist noch einmal zur Erinnerung
nicht, das gehört nicht der katholischen Kirche. Das ist ganz wichtig für mich, dass die Menschen das sich erinnern, weil ja so viele Menschen gegen die Kirche sind. Aber deswegen soll man bitte nicht gegen diese Geschichte sein. Die Geschichte des Geistes, konnte man es nennen. Ich habe einmal von irgendwem gehört, der hat gesagt, in der Bibel steht drinnen, wie sich spirituell und intellektuell erleuchtetes menschliches Bewusstsein verhält. Ja, genau. Und was das ist wunderbar beschrieben. Ja. Weißt du, wo man das hat, dass es definitiv nichts mit der Kirche zu tun hat, weil es heißt, und wenn du denn betest, dann tu das im stillen Kämmerlein und es wird sich im Außen, ich habe es nicht wortwörtlich, weil es ist zu lang, aber es heißt definitiv, geh ins stille Kämmerlein, schließe die Tür und bete ganz für dich und es wird dir im Außen dann vergolten werden. Also so ist der Sinn des Ganzen. Das heißt, also es ist das Gegenteil von dem, dass wir jetzt in diese Kirchen gehen und hier, also wie diese pompöse Inszenierung der katholischen Kirche, es ist genau das Gegenteil. Ne? Es ist dieses, du betest in deinem stillen Kämmerlein. Ne? Es ist wahrscheinlich ja doch, da es ist, gut. Oder beziehungsweise ist es zumindest ein Spiegel, Teilnehmer, ein Spiegelereignis, konnte man es nennen. Die Kirche, der Papst. Ich meine, das sind alles Spiegelereignisse, so gesehen, ich meine das jetzt so, dass wenn alles ein Spiegel ist, dann gibt es das ja. Also dann gehört es zum menschlichen Geist scheinbar dazu, dass während er, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich zu der Bedeutung von dem allen, während er im Außen die Materie anbietet, wird er auch im Außen in den Steinerhaufen rennen. Mhm. Weil das ihm genau spiegelt, wo er Gott findet. Nämlich in der Materie. Und wenn er Gott in der Materie findet, da draußen, dann ist er gut aufgehoben. So meine ich das. Es passt schon. Weil es ist eh jeder auf der Suche nach Gott. Mich erinnert es wieder an den Anfang, wo du von dem du hast vom Kristall gesprochen und ich denke da an einen Zerrspiegel. Es hat was von einem Zerrspiegel an sich, diese pompöse Kirche. Und es führt einen aber auch irgendwo hin, indem, also das, was ja jetzt passiert, dass etwas so, wie mit einem Vergrößerungsglas, wird was so uns gezeigt und so verzerrt auch, dass es so eigentlich kurz vom Platzen ist. Also es ist nicht mehr, man kann es nicht mehr unterdrücken oder nicht sehen oder nicht hinschauen, weil es so krass ist, was uns da gezeigt wird. Ich finde deine Formulierung schön, wenn du sagst, weil das hast du ja jetzt aus dem Fluss rausgesagt, das hast du ja nicht vorbereitet. Du hast gesagt, es kommt dir so vor, als wäre es kurz vor dem Platzen. Mhm. Und das ist ein Beispiel, das ich gern verwende, wenn ich über diese Dinge sprich, weil wenn es ein Traum ist, also wenn das, was der Heilige Geist da macht jetzt, das Erwachen ist, dann erwacht er ja aus dem Schlafen außer. Ne? Klar, weil sonst braucht man ja nicht von Erwachen reden. Und während wir da alle geschlafen haben, oder manche nur schlafen, man sagt ja so schön, die schlafenden Schafe und so, das soll keine Beleidigung sein, sondern jeder kommt aus dem Schlafen außer, wenn er munter wird. Und wenn es so ist, dass da alle geschlafen haben, dann ist die Welt tatsächlich ein Traum. Dann ist das ein gemeinsamer, kollektiver Albtraum von dem, wie grauslich und bäs und ausbeuterisch und hinterhältig und verlogen und neidig und Todsünden man sein kann. Okay, das ist alles geregelt. Es steht alles in Schriften und Gesetze und Dings, Anleitungen, wie tut man da, Strafen und so weiter. Hey, super, aber das ist ein Traum. Und wenn dieser Traum im Zusammenhang mit dem Erwachen des Geistes zerplatzen würde, so wie du das jetzt angekündigt hast, dann würde deuten, dass wir uns vielleicht alle gemeinsam gar nicht mehr daran erinnern, wie schier das gerade ist. Dass vielleicht gar keiner mehr schuld sein muss nachher. Dass, weil sonst hört er das sowieso nicht auf, dass die traumatisierten Kinder, dass die das alles vergessen. Dass es wurscht ist, weil es ein Traum ist. Mhm. Also von dem her ist es super, dass du das so ausdrückst, weil das trifft sich in der Synchronität wieder mit meiner Idee von der Traum zerplatzt. Ja, und dann haben wir ihn halt vergessen, ist ja wurscht. Das hat dann dazugehört, ne? Dann war das ja, und es erinnert wieder an das, was du vorher gesagt hast, mit dem Frère Jacques, dormez-vous, also schläfst du noch
Und mit dem Jakob, das ist ja im Traum, dass er mit dem Engel da ringt. Ne? Das ist ja im Traum. Ist auch ein Traum. Ja, eben. Eben. Während er träumt, hast du Jakob. Weil er ein Ja-Sager ist, weil er erklärt hat, du musst gehorchen. Aber der Mensch ist nicht geboren, um zu gehorchen. Der Mensch ist geboren, um zu hinterfragen. Und zu handeln. Da wären wir wieder beim Parsival. Mhm. Ja, genau. Genau. Mhm. Die also Frage das ist stellen, eine Behauptung, ne? Die nie in den Raum stellt. Der Mensch ist nicht geboren, um zu gehorchen, sondern er ist geboren, um zu hinterfragen. Weil sonst ist er eigentlich, ich würde nicht sagen wertlos, aber weit unter seinen Wert geschlagen. Mhm. Weil der wahre Wert besteht in der Erwägung des Einzelnen. Und das weiß das System ja auch, weil sonst darf es die Menschen ja nicht wählen lassen. Also die Wahlfreiheit des Einzelnen ist ein hohes Gut, weil jeder seinen eigenen Willen hat, ne? Das weiß doch das System, dass der freie Wille, der will zum Ausdruck kommen. Und das darf er halt in der Demokratie durch Blabla, durch Parlament. Parler. Und dann ist er befriedigt. Ne? Dann hat er quatschen dürfen und alle haben zuhören müssen. Aber geändert hat sich gar nichts. Aber er hat geredet. Okay. Aber es erinnert mich wieder an unseren Anfang, von wegen das Verhältnis von Jesus zu den Römern, wobei ich ja glaube, die Römer haben ein Problem mit ihm gehabt, aber er nicht mit den Römern, weil er sagt, er hat ja mit denen nicht jetzt sich da angelegt in dem Sinne. Er hat ja immer wieder gesagt, dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist und mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich denke, wenn wir, wie du das so schön gesagt hast, ne, wenn wir wieder unsere Wirbelsäule verbinden mit diesem göttlichen Haupt, dann sind wir im Königreich, dann sind wir im das Himmelreich auf Erden und dann kann uns das auch nichts anhaben, weil das ist diese Ebene, diese Matrix-Ebene, die Römer, wie du es jetzt immer bezeichnest, ist ja nur auf einer gewissen Ebene, dass es überhaupt eine Wirkkraft hat. Auf einer anderen Ebene ist es entzogen. Da kam die keinen Einfluss mehr. So ist meine Erfahrung. Ja, du hast völlig recht, bin ich voll bei dir und ich würde dazu einfach nur sagen, ja, die Eigenverantwortung ist ein großes Thema in dem Zusammenhang, weil es ist dann nicht mehr wurscht, was ich mache. Ich bin dann nicht versichert. Ich kann mich nicht auf einen anderen ausreden. Und ich kann nicht juristische Rechtsmittel, das ist alles im Recht, das bin ich ja nicht, da bin ich ja nicht, ich bin immer im Recht. Ich habe keinen Zettel mehr, der mir irgendwas gestattet, keine Unterschrift, die was erlaubt, die kann mich hinter niemand mehr verstecken. Das gehört da natürlich dazu, die Bereitschaft in aufrichtiger Wahrheit zum Stehen. Das sind große Worte, ne? Weil aufrichtig heißt, dass ich, wenn ich sehe, dass was umgefallen ist, dass ich es aufstehe. Dann bin ich aufrichtig. Dann richte ich etwas auf. Und wenn ich das bin, dann ist es rund um mich sofort zusammengekannt. Dann bin ich aufrichtig. Dann bleibt nichts umgefallen liegen. Und in Wahrheit, die Wahrheit, das gibt nur eine große Wahrheit. Und in der müssen wir uns irgendwo unseren Platz finden. Du sagst, es gibt, das ist ganz wichtig, was du sagst, es gibt nur eine Wahrheit, weil das ist ja heute ein Modeding, dass man immer sagt, ja, jeder hat seine eigene Wahrheit. Na, entweder es ist die Wahrheit oder es ist nicht die Wahrheit, aber dann ist es nur eine Wahrheit. Es gibt viele Wahrnehmungen. Es gibt viele Wahrnehmungen. Genau. Aber es gibt nur eine Wahrheit. Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Die Wahrheit, von der ich spreche, ist ja jetzt weniger die des Sprachgebrauchs, wie es jeder Einzelne versteht, sondern ganz speziell ein juristischer Begriff. Nämlich die Wahrheit als Grundlage von. Und die Wahrheit steht in dem Fall, das heißt, das ist ein wenig tricky, Wahrheit ist der mit Gründen einlösbare und insofern haltbare Geltungsausspruch über einen Sachverhalt. Das ist ein ganz arger Satz. Aber es ist die Grundlage der Freiheit. Kurz gesagt hast du es, du musst, um in Freiheit zu sein, deine Gründe einlösen. Mit Gründen einlösbar und dann ist Wahrheit. Weil Gründe sind fiktiv. Das ist ja der Boden unter Wasser und da kommen wir zum Seerecht und so weiter. Also alles ein Wahnsinn. Mhm. Gründe können eingelöst. Und da gehören natürlich einmal alle grundlegenden Rechte dazu. Daher der geistig-sittliche Rechtsverzicht. Das ist das, was ich propagiere. Dass der Einzelne, wenn er bereit ist, dass kein Gefahr vor ihm ausgeht, dass er das lebendige Wort Gottes sein will oder sein möchte oder ist, dass er dann natürlich auch nicht mehr im Recht sein kann, weil sonst
Sonst ist er in einem Land und nicht im Reich Gottes. Im Recht geht das nicht, weil im Recht bist du in einem Rahmen, der deine Freiheit nicht möglich macht. Mhm. So einfach ist es. Und da trifft sich halt dann das Juristische mit dem Biblischen, mit dem Spirituellen, mit dem Mythologischen. Das ist ein riesengroßes Puzzle für jeden Einzelnen von uns, das aufzulösen. Aber es ist sehr spannend, finde ich. Mir hat es rückblickend eine Menge Spaß bereitet. Aber nicht viel gelernt habe in der Zeit. Aber viel Erkenntnisse und viel Ruhe vor allem. Also die Ruhe, die innere Ruhe, zu wissen, dass mir nichts passieren kann. Oh, das ist ganz wichtig, was du da sagst. Ist ja. Dass es keinen Gegner gibt da draußen, es gibt keinen Feind. Weil ich bin alles, ich bin nämlich der Geist. Und ja, ich bin nirgends nicht. Vielleicht ist das ja, für mich ist das schon eine Essenz von dieser Geschichte, wo es heißt im Traum, dass er mit dem Engel gerungen hat, dass das letztendlich eine Fiktion ist, mit der man ringt. Man ringt, damit man sich irgendwie darüber erfährt, aber im Endeffekt löst es sich auf, so wie das mit den Dämonen der Fall ist, ne? Weil das löst sich ja auch auf, ne? Wenn du mit einem Dämonen kämpfst, in dem Moment, wo du beim Rumpelstilzchen den Namen sagst, löst es sich auf, hat es keine Wirkkraft mehr, ne? Also es ist letztendlich eine Fiktion. Diese ganze Auseinandersetzung ist Fiktion. Ja, ein schönes Bild dazu wäre vielleicht die Idee der Kerze, die sie vor der Dunkelheit fürchtet. Mhm. Genau. Und der Kerze erklären, Kerze, das ist ein Missverständnis. Das ist quasi eine wesentliche Themenverfehlung. Eine Kerze kennt nämlich keine Dunkelheit. Mhm. In dem Moment, wo ein Licht brennt, gibt es das nicht, wovor du dich fürchtest. Schalt einfach dein Licht ein. Kerze. Genau. Jeder von uns ist eine Kerze. Genau, das ist auch schön, was du vorher gesagt hast, dieses sich nicht mehr fürchten, weil man weiß, man ist aufgehoben im großen Ganzen, in seinem göttlichen Bett. Also man ist eingebettet. Ja. Man ist nicht allein. Genau. Also man ist wirklich angebunden. Letztendlich gibt es keinen Grund, sich zu fürchten. Ne? Genau, weil ja die Furcht, die du hast, letztendlich zu Ende gedacht, das behaupte ich jetzt einfach einmal so, wenn sie wer fürchtet, dann ist er am Ende der Furcht meistens tot. Ist das so? Oder? Ist das so, wenn man Angst hat? Was ist, wenn man die Angst weiterdenkt? Für mich ist Angst und Furcht nicht dasselbe. Ja, lass uns bei Furcht ist eh schön. Aber wenn man die Furcht immer lauter trat, ist man nachher tot? Wahrscheinlich. Weil sonst braucht man sich ja nicht so fürchten. Das ist übrigens auch wieder Bibel. Er sagt doch, fürchte dich nicht. Wo ist das in der Bibel? Fürchte dich nicht. Ja, das steht, glaube ich, 365 Mal drin in der Bibel. Ja, genau. Steht für jeden Tag einmal drin. Genau, fürchtet euch nicht. Mhm. Ja. Wow, ja, genau. Gibt es denn Tod? Wer fragt es? Achso. Gibt es denn Tod? Das sind für mich nur Zustände. Das ist zweimal falsch geschrieben, grammatikalisch. Entweder mit Doppel-N gibt es denn Tod? Tod gibt es, ja, das ist, wenn das nicht mehr mit Leben befüllt ist. Aber gibt es den Tod, müssen wir mit welchem D schreiben? Und deren gibt es viele. Weißt du? Weil das D ist geistig. D ist ein geistiger Klang. A, B, K, D. Das sind die drei Geister. B, K, D. Abracadabra. Ich spreche, während ich erschaffe oder umgekehrt. Ne? Aber tausend Tode sterben. D. Genau, tausend Tode. D, Death. D. Also du kannst D, denn du, dann tut der mit dem und das und tut und das und das. Das sind lauter das. Und solche Tode gibt es natürlich. Das stirbt ja die ganze Zeit. Du hast irgendwas vor und dann geht's nicht. Ja, schon wieder was gestorben. Und würde alles auf einmal gemeinsam sterben, dann ist das der große Tod. Das heißt aber nicht, dass man nachher nicht mehr atmet, sondern man hat sein Leben hingeschmissen. Und das ist ein juristischer Tod, ein bürgerlicher Tod, wenn man so will. Dass es das natürliche Personendings nachher nicht mehr gibt, das ist nicht mehr mit Leben befüllt. Und die moralische Person ist von den Toten auferstanden und behauptet jetzt von sich auf einmal Menschensohn zu sein. Wo kommen wir denn da hin? Kind Gottes, wir? Ja, hä? Ach so,
Na, endlich, wir warten schon so lange auf euch. Weil das tut ja die Kirche. Die Kirche hat doch nichts anderes als die Aufgabe, das so lange zu verkünden, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist das Ablaufdatum. Übrigens, wenn wir wieder bei deinem Totenkult, wenn du von der Einbalsamierung der Mumien in Ägypten redest, das erinnert mich daran, diesen Totenkult. Ne? Weil wir leben ja in einer Todesgesellschaft, also wo permanent der Tod gehuldigt wird. Kennst du dieses Bild von den Ägyptern, die ihre Mumien da einbalsamieren, wo sie einer das Hirn aus der Nase ziehen? Mhm. Grauenhaft, ja. Das ist mir eingefallen, wie ich das erste Mal so einen Corona-Test im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Genau, da drin brummpopeln, ja. Mhm. Das war für mich die Symbolik, die uns der Heilige Geist da gezeigt hat. Das mit dem Fieber-Messen war für mich, öffne dein Auge, und das andere war, gib mir dein Hirn. Man konnte da sagen, die schießen da den Apfel aus der Wilhelm Tell-Story aus. Der vergiftete Apfel wird entfernt. Weil der Apfel, quasi der Torus, das Gehirn, wird da ersetzt. Durch neue Gedanken, neues Bewusstsein. Das Alte stirbt, das Neue kommt. Der alte Bund wird gelöst. Das hat man für mich erkannt darin, dass die Kinder ihre Großeltern nicht mehr sehen haben dürfen. Wahnsinn, ja. Der alte Bund löst sich und der neue ewige Bund übernimmt. Und der ewige Bund, der hat natürlich auch kein Datum dabei. Weil die Ewigkeit hat kein Datum. Die Ewigkeit, da ist jeder Tag derselbe Tag, außer dass er ein bisschen anders Wetter ist. Ne? Und Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist. Das ist die Ewigkeit. Und das ist auch so ein kleiner Denkansatz. Der Freeman unterschreibt ja eigentlich kein Datum mehr. Weil Datum, Raum und Zeit gehört der Kirche. Der gregorianische Kalender ist das Datum und der Raum, die Republiken, das ist alles Kirche in Wahrheit. Also in fiktiver Wahrheit. In Fiktion, so muss man sagen. In Ewigkeit muss ich dann hinschreiben. Ne? In Ewigkeit, ja. Und da können wir die Parallele sehen von unserer heutigen Gesellschaft mit den Römern und mit den Ägyptern, weil das im Grunde genommen, und bei den Ägyptern gibt es ja, ich weiß nicht, was ist der Ausdruck, da gibt es irgend so Nekro ist ja so ein Leichenkult, ne? Ja, also wir leben ja in einer Gesellschaft, die dem Tod, also die huldigt dem Tod und alles ist die Anbetung des Todes, also ein Totenkult und das ist ägyptisch. Gibt es da nicht sogar irgendein Wort, Nekro, irgendwas, was man mit dem Ägypten verbindet? Irgendwie habe ich da, klingt da irgendwas, aber ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass dieser ägyptische Totenkult, ja, die Leichenschändung, Nekrophilie heißt die Leichenschändung, glaube ich. Ja, genau, Nekrophilie ist die Leichenschändung, genau. Und ich meine, dass bei den Ägyptern auch irgend sowas, das ist eine Totenkultgesellschaft. Aber lass uns noch mal zur Hydra gehen oder zur Dings Medusa, weil ja der Orpheus in der Unterwelt umherirrt. Ne? Und dieser versteinernde Blick, die Gefahr ist, der du nur mit dem Spiegel wieder entgegnen kannst oder begegnen kannst. Und der Orpheus in der Unterwelt, das sind ja doch auch wir in der Story. Und die Unterwelt, das mit dem Totenkult, was du da sagst, die Unterwelt, ist das nicht die Welt der Unterschriften, des Unterrichts, des Unterhalts, der Unterkunft? Das ist doch die Unterwelt. Untergebener und alles, was unten gehalten wird. Genau. Ja, eben Orpheus. Dann Assid, oder? Und wie schlagen wir den Kopf? Bei der Hydra muss er ja den Kopf aus dem Sumpf heraus nach oben halten, damit sie entwurzelt ist, damit sie nicht mehr die Verbindung zur Erde hat. Also das haben wir wieder beim Enthaupten. Er muss die Medusa, die Hydra muss er enthaupten. Ja. Genau. Du musst dem die Macht nehmen, die Autorität über dich. Genau. Und mit dem Spiegel geht es recht gut. Über die Spiegelung der Sprache kommen wir auf ganz viel, oder Spiegelung von Situationen, dass eben ich mich im Spiegel erkenne. Das steht zum Beispiel auch am Kreuz drauf. Da steht doch drauf, ich als Jesus, ich und wer noch? Ri. Ich und Ri steht da drauf. So wie Rock'n'Roll. Also das N verbindet da das I mit dem Ri. Und Ri
Das ist doch das, was Druck geht. Rebound. Mhm. Oder ja. Rewind. I und Re. Pantarei heißt eigentlich genau dasselbe in meine Ohren. Pantarei, das heißt doch nicht alles fließt. Das heißt, Panta, das heißt also so viel wie der gegenüberliegende Körper. Rei ist ein Spiegel meiner selbst. Zurück, meine zu Mutter. Mir zurück. Das ist aber wieder genau. Der Beobachter aus der Quantenphysik, weil der braucht da, damit du es beobachten kannst, kannst du es nicht sein. Du musst es im Spiegel, genau. Du musst es widerspiegeln. Mhm. Genau. Also es ist alles ein Spiegel, ich und mein Spiegel, nicht König der Juden. Aber vielleicht ist es so, dass der König der Juden erkennt, dass er und sein Spiegel das Einzige ist, um was es geht. Für jeden von uns. Jeder ist am Mitte mit einem geistigen Umfeld und er sagt eh die ganze Zeit, am liebsten weiß man es gar nicht, immer um mich. Es geht eh ausschließlich um die. Für jeden von uns geht es doch um uns. Ne? Weil wir sind das Bewusstsein, das sie da selber erlebt. Und rund um das dreht sich alles. Von dem her ist ich und mein Spiegel eine tolle Wegbeschreibung. Weil alles ein Spiegel ist. Und wir unterscheiden uns halt nur in der Bezeichnung, in der Frequenz, in der Schwingung. Weil du bist genauso derselbe Geist, wie ich das bin. Nur halt hast dich du mit ganz anderen Sachen identifiziert und resonierst daher ganz andere Sachen als ich. Und resonieren hast du ja auch gleichzeitig drüber nachdenken. Resonanz. Ja, da werden wir die Resonanz, genau, die Resonanz, dass wir in Resonanz treten. Mhm. Genau, sind wir wieder im großen Feld. Und ich gehe sogar so weit und sage, es fallen uns sowieso nur die Sachen ein, die unserer Resonanz entsprechen. Ja, also sprich, es fallen uns auch nur die Sachen zu, die unserer Resonanz entsprechen. Genau. Mhm. Genau, also wenn du willst, dass dir neue Sachen einfallen, ändere deine Schwingung. Und es werden dir ganz andere Sachen einfallen. Ja. Auf das kannst du dich verlassen, weil du dich in einem resonanten Universum befindest. Und das andere ist alles fiktiv. Das Spiel möchte jetzt beendet werden, glaube ich. Das ist so ein bisschen das was ich da aussehe aus dem, was der Geist jetzt will. Er will, dass das aufhört. Die Menschen schreien schon auf der Straße, kurz muss weg und alle diese Dings. Das will jetzt zu Ende sein. Aber sie haben nicht den Mut oder die Fantasie, was tun können. Sie haben gelernt, sie müssen auf Straßen gehen, also gehen sie demonstrieren, ne? Weil ihnen nichts anderes einfällt. Das ist ja manches Fantasie eigentlich. Und so liefert ich halt einen Lösungsansatz, der du hast, verzicht einfach auf alles und entscheide dich dazu, dass du Kind Gottes bist. Genau. Und du wirst Wunder erleben. Es wird dann passieren, wenn wir aufgegeben haben, wenn wir uns hingegeben haben, wenn am Kreuz alles still ist, der Vorhang gerissen ist und das heißt, es ist vollbracht. Dann ist nur noch Stille und genau in der Stille kann die Wirkkraft sich nach draußen manifestieren. Aber das ist nichts, was wir mit unserem Willen machen können. Ne? Das ist jenseits, das ist, wenn wir aufgegeben haben. Deswegen heißt es ja nicht, mein Wille geschehe, weil der Wille da kein Ding spielt. Wir geben uns da hin als Instrument, als Werkzeug, als atmendes Bewusstsein, das dann als Instrument Gottes, wenn du willst, als Instrument des großen Geistes, sie zur Verfügung stellt. Mhm. Und das tut, was es will. Aber eben in ernsthafter moralischer Erwägung, ob der Konsequenzen. Und weiter. Genau. Achtsam auf alle und Dings zum Wohle aller hin und her. So gut es geht. Also, ich bemühe mich halt jeden Tag, die beste Version meiner selbst zu sein, die mir einfällt. Ja. Ja. Wow, Joe, wir haben. Das geht sicher immer besser. Genau. Wir haben einen wunderschönen Bogen gespannt, Joe. Das war eine sehr, sehr spannende Reise, die wir da gemacht haben, so in die Tiefen und Untiefen des Geistes und der Seele. Und ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe sehr viel Resonanz gespürt in diesem Klangkörper. War sehr viel Resonanz. Und das ist auch, worum es mir geht, dass wir gemeinsam
einen Klangkörper hier kreieren, der in die Welt hinaus seine Schwingung strömt. Und alle, die uns zugehört haben und die uns noch weiter, also jetzt in der nächsten Zeit die Aufzeichnung schauen und so weiter, die geben ihren Klang zu diesem Klangkörper dazu. Und es wird immer mehr in die Schwingung gehen, ne? Und wird dann seine Wirkkraft da draußen entfalten. Diese Gewissheit, die habe ich. Da bin ich ganz, ganz ruhig. Ja, unbedingt. Ich sehe uns weniger als Täter, sondern als Symptom. Also die Tatsache, dass wir tun, was wir tun, ist ein Symptom dessen, dass es passiert. Und es passiert nicht deswegen, weil wir es tun, sondern wir tun es, weil es passiert. Mhm. Und daher ist es da unaufhaltbar. Wieder, genau. Da wären wir wieder bei der Umdrehung von was hatten Ursache wir vorher? Und Ursache und Wirkung, genau. Für mich ist es nämlich auch umgekehrt, dass ich mich frage, was will vollbracht werden? Und indem es vollbracht werden will, wird es auch vollbracht. Da muss ich nicht unbedingt wahnwitzig viel tun. Genau. Genau. Aber irgendwer muss es ja tun, ne? Also stehe ich mir zur Verfügung. Ja, genau. Genau. Es wirkt durch uns. Genau. Wobei, tun im Nichtstun. Oh ja, yeah. Die Kausalität, ne? Ursache, Wirkung, das heißt doch ja auch gescheit, Kausalität. Genau. Kausalität. Und wenn ihr das langsam hört, dann höre ich Kausalität. Also das ist ja eigentlich interessant, weil der Kosmos, die Ordnung, Ursache, Wirkung, das ist Ordnung, Kosmos, aber der Klang heißt Kausalität. Also alles ist dasselbe. Es ist halt... Es schwingt halt nur. Und das haben wir. Viel Spaß. Haben Sie viel Spaß. Genau. Joe, es war mir eine Ehre. Der Klaus ist schon da. Wir verabschieden uns von unseren Zuschauern und ich verabschiede mich von dir, Joe. Es war mir also eine Freude und eine Ehre. Klaus, ich danke dir, dass du. Ja, ich habe zu danken, denn eure Zeit ist auch sehr viel wert gewesen, denke ich. Und danke, die ein Danke haben wollen. Ich blende noch mal ein. Wir sind gerade am Spenden sammeln für unseren Okitalk-Prozess. Wer okitalk.com kennt und okitube.com, weiß, dass das in falschen Händen ist von Menschen. Ich nenne sie die bösen Onkels. Und denen wollen wir die letzte Runde noch mal bekehren. Und deswegen sind wir noch auf Anwaltskostensuche, dass wir ein bisschen unterstützt werden und dann sind wir im Reinen und Okitalk gehört wieder Okitalk zu mir, zu uns, zu unserer Community. Ja, freue mich drauf. Danke an euch da draußen und ich sage immer, nicht vergessen, das Video zu teilen, denn wenn es euch gefallen hat, dürfen es auch noch mehr erfahren, glaube ich mal sagen zu dürfen. In dem Sinne, lasst euch gut gehen. Joe, Katharine, bis zum nächsten Danke. Mal. Danke. Ciao. Tschüss. Alles Gute. Ciao, ciao. Danke.